Willkommen zurück im Plenum. Ich unterbreche ungern Ihre angeregten Unterhaltungen. Spätestens eine Stunde können Sie die fortsetzen beim Apero. Und ich bitte um den Bericht aus dem ersten Workshop. Das ist der Workshop Politics Rules. Und das macht Matthias Stürmer. Matthias. Gut, willkommen zurück aus den Workshops. Ich möchte Ihnen ganz kurz so die Diskussionspunkte aufzeigen aus unserem Workshop. Wir hatten eine sehr angeregte Diskussion, rund 2 Stunden lang, zum Thema politische Rahmenbedingungen für Open Government Data. Es waren anwesend einerseits Nationalrat Christian Wasserfall, der die politische Perspektive vertrat, und andererseits Amtsdirektoren ISB von Swiss Topo und auch Vertreter von der Meteo Schweiz und weiteren Behördenvertretern. Und deshalb denke ich, hatten wir ein gutes Setup, um wirklich relevanten Fragen zu besprechen. Einerseits aus den Rückmeldungen von morgen war klar, dass Open Government Data ein Mindset-Shift bedingt bei den Behörden, bei den Verwaltungsmitarbeitern, weil noch vor kurzer Zeit hat es New Public Management geheißen. Eine Verwaltung muss effizient und kostengünstig, eigentlich wie ein Unternehmen, möglichst viel erwirtschaften. Und jetzt plötzlich kommt Open Government Data und will alles gratis und offen und frei haben. Ich denke, das wäre auch für uns eine Herausforderung, deshalb auch Leute in der Verwaltung, dass man dort mit Verständnis reagiert. Das, denke ich, war ein wichtiges Votum und Erkenntnis. Dann wichtig war auch das Potenzial, haben wir heute Morgen gehört von Open Government Data. Was noch ein bisschen zu wenig zur Sprache kam, waren quasi Risiken, die Herausforderungen mit Privatsphäre, Privatschutz, Möglichkeiten mit der Kombination der Daten, was ja eigentlich auch die Idee von Open Government Data ist, nicht nur positive Sachen zu machen, sondern eben auch negative, terroristische Aktivitäten zu begünstigen und so weiter. Dass man dort sich überlegt, ja, what could go wrong, auch in dieser Perspektive. Letzten Endes, die Hauptdiskussion ging dann aber über das Geld, Politik und quasi Güterverteilung. Dort war dann eigentlich der Schwerpunkt der Diskussion, ja, wo gibt es die Schwierigkeiten? Da gibt es unterschiedliche Ämter wie Swiss Topo oder Meteo Schweiz, die Geld verdienen als eben Geschäftsmodell oder eben als Flagamt, Führungs- und Leistungsauftrag. Und dann gibt es die anderen, die eben kein Geld verdienen, die eben die Daten auch entsprechend freigeben können, kostenlos. Und das eigentlich als wichtigste Schwierigkeit, und dann glitten wir in dem Sinn ab, auch in philosophische Diskussionen, Richtung auch Abtrennung Staat und Privatwirtschaft, weil es wird unweigerlich, kommt dann die Diskussion auf, ja, was soll überhaupt der Staat machen und was ist Aufgabe der Privatwirtschaft und was hat der Staat vielleicht vor 100 Jahren gemacht, was heute die Privatwirtschaft macht, siehe Telekom. Und deshalb eben wichtig, eben diese Abgrenzung von Wirtschaft und öffentliche Verwaltung, das waren ganz wichtige Fragen. Was ist die Grundversorgung durch den Staat? Was ist Service Public? Wo werden nur Partikularinteressen vertreten? Und wo geht es wirklich um die Allgemeinheit? Was mich sehr gefreut hat persönlich, waren eigentlich die positive Grundstimmung, die geherrscht hat, auch von Seiten der Verwaltung, dass man dort auch Schritte unternehmen will, insbesondere bezüglich dem Manifest, das bei Meteo Schweiz beispielsweise das Manifest als Inspiration für den laufenden Gesetzesänderungsprozess einfließen kann, dass entsprechend auch Möglichkeiten bestehen, bestehende Daten als maschinenlesbar zu machen, die jetzt nur als PDF verfügbar sind. Und, aber auch auf Seiten Politik wurde klar signalisiert, dass eben dort künftig auch gefordert werden soll, mittels Motion beispielsweise klar auch Berichte zu erhalten, eine Strategie zu entwickeln, den Nutzen für die Bevölkerung und für die Verwaltung noch genauer zu identifizieren. Das so als kurzer Abriss.
Somit möchte ich meinen nächsten Referenten und Referentin übergeben zum Thema Technologie. Die Technologen waren im Saal nebenan und hatten wirklich sehr viel zu besprechen. Wir haben nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten, das ist auch wahrscheinlich, passiert oft noch so in Softwareprojekten, das ist so. Aber wir haben sicher mal doch einiges gemacht und wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel Kommunikationsbedarf, eben auch eigentlich mit den Leuten, die in all den anderen Workshops waren, identifiziert. Bezeichnend war, ich habe am Anfang ein paar Umfragen gemacht unter den Technologen und wir haben da wirklich gesehen, da hatte es Leute, die machen Datenvisualisierung, da hatte es Leute, die führen große IT-Unternehmen, da gab es Leute eben aus von der öffentlichen Hand und wir hatten da eine wirklich große, große Breite und ein großes Wissen eigentlich auch vorhanden. Und die erste Umfrage, die ich gemacht habe, ist, wer kennt die Hälfte der Leute im Raum? Weil ich weiß, wie das im Bundeshaus, da kennt man sich, da ist man per Du und stellt sich die Frage nicht so. Aber bei uns hat sich die Frage gestellt und es war ganz klar niemand, der den Überblick hatte. Und entsprechend haben wir auch die Zeit investiert, wirklich auch in dieses Community-Building, das wir hier eigentlich als Keimzelle ja anstoßen wollen, um wirklich zu wissen, was geschieht überhaupt hier in dieser Community, in dieser Szene. Ich glaube, da sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Die zweite Umfrage, die ich gemacht habe, ist, ja, wer von euch hat denn überhaupt schon ein Open Government Data Projekt gemacht, abgeschlossen, live, das man anschauen kann? Und von diesen 28 Leuten, die wir da hatten, haben dann 4 ganz aufgestreckt und 2 haben so halb aufgestreckt. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend, dass wir halt einfach auch noch nicht die Gelegenheit hatten, hier in der Schweiz wirklich mit uns praktisch mit Aufträgen in klaren Situationen, das gibt es zu tun und dieser Herausforderung auch zu stellen. Was sich herauskristallisiert hat bei der Umfrage, ja, wer ist denn hier überhaupt, haben wir gesehen, in Zürich, da geht doch einiges. Und in Zürich gibt es diese Strategie von E-Zürich, von wirklich den Legislaturzielen, dass man hier Zürich als Standort auch weiterbringen möchte. Und wir haben dann dieses Projekt, das dort in einem sehr frühen Stadium ist, aber doch große Ziele hat, sehr, sehr gut angeschaut, weil wir eben auch gesehen haben, ein Leuchtturmprojekt, wirklich ein Projekt, wo man sehen kann, hier in der Schweiz, es ist möglich, wir können das. Das, so könnte es wirklich aussehen, und wirklich jemand, der diesen ersten Schritt mal macht, wirklich breit, öffentlich, durchgehend Open Government Data zu machen, das wäre schon eine schöne Sache. Und da sind natürlich jetzt alle Augen sicherlich mal von uns Technologen nach Zürich gerichtet. Den Kommunikationsbedarf, den wir identifiziert haben, den wollen wir sicher erfüllen, den wollen wir sicher abdecken. Und da gibt es ja dieses Instrument, das wir auch schon jetzt verschiedentlich gehört haben, zum Beispiel aus Österreich, aus Wien, wo wirklich die Entwickler zusammenkommen und zusammen sich eine Herausforderung stellen. Diese Hackdays, diese Barcamps, diese informellen Zusammentreffen, wo man sich einfach trifft, an den Computer setzt und Probleme löst. Und genau das wird sicherlich einer der nächsten Schritte sein, die Organisation, die auch diese Geschichte hier organisiert hat, als nächstes wird angehen müssen. Und da muss ich sagen, freue ich mich ganz, ganz, ganz fest drauf. Und damit, glaube ich, kann ich weitergeben zu Open Government Data und Recht. Thank you.
Also, Matthias sagt zu Recht, das sei sehr mutig gewesen von mir, da hat er recht, wie immer. Ich habe natürlich zwei Slides von diesen vielen, die ich da jetzt noch aus der Zusammenfassung nehme, aus unserem Workshop. Ah, danke sehr. Vor allem, ich glaube, es wird auch aufgenommen, das mache ich häufig, dass ich aus der Kamera laufe. Also, Open Government Data und Recht, wir haben sehr angeregt gesprochen, es stand, und sind zu den folgenden Findings gekommen. Zuerst natürlich, wie immer, wenn Juristen miteinander sprechen, dann unterhalten sie sich über Begriffe und sie stellen fest, dass alles ganz falsch sei, was der andere gesagt hat, der Begriff müsse anders sein. Daten wird als ein zu enger Begriff aufgefasst. Kommt aus dem Englischen, Open Government Data, hier nach unserem Verständnis Informationen. Was machen wir daraus? Möglicherweise nicht allzu viel, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir mit Begriffen hantieren, wir müssen immer wissen, was wollen wir darunter verstehen. Wenn Sie dabei gewesen wären, dann könnten wir das, dann würde das Ihnen jetzt noch was sagen. Ich kann es nicht im Einzelnen ausführen, aber das ist ein Thema. Sind Sie sich bewusst, dass Begriffe immer eben auch etwas aussagen sollen? Grundprinzipien haben wir besprochen. Die Grundprinzipien von den Daten und die Grundprinzipien, wie Open Government Data auch zu analysieren ist. Also wo ist das Skelett, an dem wir uns orientieren, an das wir dann nachher das bekannte Fleisch an den Knochen geben. Das Skelett ist eben sehr einfach gestrickt. Es geht immer um die Frage, wer bekommt Zugang zu Informationen? Und wenn er mal Zugang hat, aber erst dann, stellt sich die Frage, wie wird die Information genutzt? Punkt. Und wir können nicht mit den überkommenen Begriffen operieren, die wir aus dem Mittelalter eben noch kennen, wie Eigentümer und anderen Begriffen. Datenherr ist unklar. Das ist ein weiteres Finding aus unserem Workshop, was wichtig ist, damit wir eben weitergehen können, um zu sagen, wie müssen wir jetzt, wenn wir zur eigentlichen Frage kommen, wie müssen wir diese strukturieren? Und wir müssen sie an diesen zwei Begriffen aufknüpfen, damit wir weiterkommen. Jetzt hier, deswegen wollte ich die Folie zeigen. Handlungsbedarf. Sie sehen, wir haben einige Punkte angeführt. Im Prinzip geht es bei all diesen Punkten, die müssen Sie jetzt nicht alle lesen, das spielt nicht so eine Rolle, bei all diesen Punkten geht es um Zugang und Nutzung. Immer. Zugang, die beiden Begriffe, die wir vorher geprägt hatten, Zugang und Nutzungsbedingungen. Preis ist nichts anderes als ein Element der Nutzungsbedingungen. Schranken, also wo kann ich irgendwann mal nicht mehr nutzen, das ist eine Frage der Nutzungsbedingungen, wenn man es ganz abstrakt ansieht. Und haben wir so wichtige Sachen gesagt. Oben sind die wichtigen Punkte in der heutigen Gesetzessituation, also wenn wir die heutigen Gesetze ansehen, die sich in irgendeiner Form mit dem Verfügbarmachen von Informationen der Verwaltung befassen, dann ist das wichtigste Thema, wie viel kostet es? Und dann kommen die Schranken und dann kommen weitere Auflagen und dann kommt die Frage des Zugangs, logisch eben die erste Frage, aber die kommt eigentlich in der Gewichtung am Schluss. Pull geht immer. In der heutigen Gesetzeslage, Daten ziehen können wir eigentlich fast immer. Aber es geht ja darum, vielleicht wollen wir mehr, also jetzt um was geht es, was möchten wir überhaupt? Wir möchten eben jetzt hier ein bisschen zeigen, wo wäre denn da der Handlungsbedarf? Und jetzt sehen Sie den mit ganz Holzhacker-Methoden, wie ich den hier zeige, oder? Aber die Standardisierung der Nutzungsregeln, das ist vielleicht noch wichtig, dass wir eben sagen, wenn wir über Nutzungsregeln sprechen, dann müssen die einheitlich sein. Je mehr Standardisierung wir haben, desto besser verstehen wir das. Auch weil die Leute immer mehr über so Internet- und Online-Schnittstellen natürlich auf Daten zugreifen wollen. Sie haben wenig Zeit, sie müssen ganz schnell verstehen, um was es geht. Standardisierung hilft. Push, ja. Die Frage, wie weit? So, wie weit können wir einfach so als Automatismus die Daten rauslassen? Dass gepusht werden soll, unbestritten, nicht klar und eigentlich eine zweite Open Data Tagung wert. Wie weit soll das gehen? Und dann ein juristisches Thema. Wir haben heute das BGÖ, wir haben Einzelgesetze. Im BGÖ sollten eigentlich so diese allgemeinen Zugangsbestimmungen stehen, so dieser allgemeine Teil logisch, und dann sollten in den Zugangsbestimmungen, Zusatzgesetzen sollten so die Sonderregeln beschrieben werden. So sollte das System
das rechtliche System aufgesetzt sein, damit man Open Government Data beschreiben kann. Gut. Ich hatte den Auftrag zu fragen, was haltet ihr vom Manifesto? Ich habe gerade zuerst die Frage extrem tendenziös gestellt, deswegen fanden sie alle extrem gut, das Manifesto. Und der Tenor jetzt ein bisschen ernster, der Tenor war, ja, einfach unterschreiben, ist ja gut, ist auch nur ein Manifesto. Am Schluss bleibt dann noch die Frage, ja, und jetzt wie genau weiter? Beim Manifesto, man muss dann eben insbesondere auch zeigen, die Nutzenbehauptungen, die da drin stehen, lassen sich die auch erhärten. Ich kenne zwei Studien, die behaupten, ja. Die Einzelpunkte möchte ich nicht durchgehen, ich möchte nur zeigen, dass es Einzelpunkte gab. Also insofern, man könnte, bevor man jetzt das unterzeichnet, auch noch was dran schrauben. Die Fragestellung, die ich am Anfang mitgegeben hatte, war, wenn wir jetzt Open Government Data als einen Zug ansehen, der da fährt, sollen wir auf diesen Zug aufspringen, ja oder nein? Die Antwort war, wir sind schon lange drauf. Die Frage ist nur, ob wir im Zugführerabteil sitzen oder in einem der hinteren Abteile oder etwa in der Mitte. Aber wir fahren in dem Zug schon lange mit. Und wenn wir mitmachen, habe ich gefragt, wie denn, welche sollen die Nutzungsbedingungen sein? Der Vergleich von vorher hat eben die neuralgischen Punkte aufgezeigt. Preis, standardisierte Nutzungsbedingungen und Push-Prinzip präzisieren. Und hier kommt der dritte Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, eben technisch, wie machen wir das? Wir machen ein allgemeines Gesetz und regeln die Besonderheiten in den Sachgebieten, weil die Sachgebiete eben einfach speziell sind und sich nicht über einen Leisten schlagen lassen. Ich glaube, das sind die Findings, genau. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage. Was verstehen Sie genau unter Push? Geht es darum, dass aktive Informationen bereitgestellt werden, anstelle von, man macht bis eine Anfrage kommt? Oder? Ja. Ziemlich genau. Das war eine überraschend kurze Antwort für einen Anwalt in der Schweiz. Nächster Workshop ist Journalismus und wird präsentiert von Jan Stiefel. Jan Stiefel, Sie müssen die kommen, ja. Mein Name ist Jan Stiefel von Aid Rating Winterthur. Ich war dabei in diesem Workshop über Geschichten aus Daten oder Data Journalism, das tauchte dann als Titel auch auf. Das war geleitet von Patrick Judin und David Bauer. Es wurde zuerst anhand von Beispielen ausführlich gezeigt, worum es geht. Es wurde einführend auch gesagt, was eigentlich die Definition sein könnte, nämlich Data Journalism is about using data to make a point. Und aus dem heraus wurden ein paar Beispiele dann entwickelt, zum Beispiel das mit der Nationalfondsfinanzierung und wohin welche Finanzierung geht, eben Daten genutzt, um das aufzeigen zu können. Es gab etwas über die Palin-Mails als Beispiel, wo eben auch online bestimmte Kommentare, glaube ich, abgegeben werden können oder Einordnungen in relevant, nicht relevant, schlimm und sowas. Es kam das Beispiel vom Tod von Flüchtlingen aus Nordafrika zur Sprache und es kamen diverse andere, zum Beispiel Politiker, Wohnorte können ermittelt werden, wenn man das geografisch dann referenziert. Solche Dinge, das waren die Beispiele sozusagen als Einstieg. Und es gab dann bei dieser Diskussion auch eben eine Diskussion dazu, dass eben die Fragestellungen am Anfang sein müssen oder die Daten. Und das eine kann zum anderen führen, entweder die Fragestellungen zur Nutzung richtiger Daten, der geeigneten Daten, oder die Daten dazu, dass man erst einmal auf eine Fragestellung kommt. Also was dann zuerst sein muss, in welchem Fall, das wurde nicht eigentlich ausdiskutiert, es kam jedenfalls etwa so zur Sprache. Es wurden dann Einwände laut, dass eben offensichtlich neue Anforderungen an die Journalisten kommen, nämlich sie müssen in Datenverarbeitung mindestens so versiert sein, dass sie damit umgehen können, zu beurteilen, wie verlässlich gewisse Daten sind, wie man solche analysieren kann, dass da vielleicht ein Bedarf auf die Journalisten zukommen
dass auch eben ein Wille da sein muss, die Daten zu nutzen, die zur Verfügung stehen, um eben etwas daraus zu machen. Es wurde unter anderem eben diskutiert, wie viel Zeit und wie viel Aufwand liegt da drin und kann ein Journalist so ohne weiteres sich darauf einlassen, Daten zu analysieren, in der Hoffnung, nachher eine interessante Geschichte daraus zu machen. Man muss vielleicht die Geschäftsleitung dann fragen, was ist überhaupt eine relevante Geschichte? Ist es wichtiger, dass der Journalist entscheidet, was für ihn wichtig ist, oder müssen die Daten relevant sein? Lassen wir alles offen, wir sind ja nicht hier, um endgültige Antworten zu geben für die Sachen. Und es wurde eigentlich letztlich eben befunden, dass eben offensichtlich eine ganze Reihe von Anforderungen neu dazukommen und dass das Feld eigentlich jetzt im Begriff ist, aufgerollt zu werden, dass eigentlich derzeit keine endgültigen, definitiven Antworten da sind. Etwa so war der Stand nach meinem Verständnis. Dann hatten wir Pause und kamen dann zum Manifest und das fing zunächst an, dass einzelne Vorschläge gemacht wurden für Verbesserungen am Text des Manifestes. Da habe ich ein bisschen versucht, Notizen zu machen, darum lese ich es von hier vor. Ich habe es in der Reihenfolge der Vorschläge notiert. Einer war, dass zum Punkt 3 Umsetzung eben nicht schon etwas geschrieben werden soll über maschinenlesbare Formate oder, glaube, offene Formate oder wie das hier formuliert ist in diesem Text, sondern dass eben das anders definiert werden soll, dass das sogar ein Katalog dann sein soll, der herangegeben wird, damit man weiß, mit was man es zu tun hätte. Das war einfach ein Einwurf. Also es wurde nachher nicht darüber abgestimmt, welcher jetzt zum Tragen kommt und welcher nicht. Dass einheitliche statt offene Lizenzierung stattfinden müsse. Offensichtlich waren diverse IT-Leute dabei. Es wurde dann inhaltlich auch geäußert, dass das Manifest viel zu lang sei, im Hinblick darauf, dass es wahrscheinlich für die Öffentlichkeit bestimmt sei. Es bringe zu wenig, es werde alles Mögliche erklärt. Es könnte vielleicht sinnvoll sein, daraus Handlungsanweisungen zu destillieren. Es wurde dem gegenüber dann wieder gesagt, ja, nein, es sind nicht Handlungsanweisungen, sondern es ist ein Strategiepapier und ein Strategiepapier muss grundsätzliche Aussagen zu einer Sache haben. Weitere Ansätze betrafen die Datenqualität, nämlich Punkt 2, und zwar im Sinn, dass Daten, die jetzt schon da sind, auf keinen Fall wieder verschwinden sollten. Es scheint eine Furcht oder vielleicht Erfahrungen zu geben, dass Daten auch schon da waren und vielleicht bei kritischer Analyse dann auch wieder vom Netz verschwanden. Also keine Rückschritte sollten möglich sein, das sollte erwähnt sein, wurde gewünscht. Und es wurde auch gewünscht, dass das Manifest fordert, dass alle Daten, die überhaupt existieren, raus müssten, als Forderung im Manifest. Es wurde gefordert, dass Daten, wenn sie rausgehen, sie vollständig sein müssen, also vollständige Datensätze da sein müssen. Es wurde zu Punkt 2 etwas gesagt, dass dieser Satz Transparenz berechtigt die Öffentlichkeit oder die Bürger zu etwas, dass man das ein bisschen anders formulieren sollte, weil die Berechtigung ist eigentlich schon da, sondern, und es handelt sich nicht um Berechtigung, sondern es handelt sich darum, eben etwas überhaupt zu ermöglichen. Es wurde nochmal gefragt, eben nochmal im Hinblick darauf, es sei ein Strategiepapier, wer angesprochen werde, ob es ein internes oder ein externes Papier sei. Man hat eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass die Mehrheit findet, es handelt sich um ein an die Öffentlichkeit gerichtetes Papier. Der Schluss war dann eigentlich eine eher breite Diskussion, ob dieses Manifest jetzt zu unterzeichnen sei oder ob das vielleicht noch weiterentwickelt werden müsste und nachher in der Weiterentwicklung an einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt irgendwie unterschrieben werden sollte. Und da war dann unsere Arbeit und unser Workshop-Timing zu Ende. Es blieb offen in der Gruppe. Ich schaue noch schnell hier auf diesem Blatt, ob ich da was Wichtiges vergessen habe. Ich sehe das nochmal hier, Datenqualität halten, Veredelung,
Es soll, die Einsparung, es wurde irgendwo erwähnt, dass man auch Einsparungen machen könnte mit diesen Open Data Vorgehensweise, und dem gegenüber wurde eingewandt, es sei doch wichtiger, dass es einen Mehrwert gäbe. Es wurde auch nicht abgestimmt, es ist in der Luft, es wird nachher zuhanden der zuständigen Personen eben dann weitergegeben, dass das eben inkorporiert werden wird oder eben nicht. Vielleicht eine Intro mit Kernforderungen, ob die Flughöhe richtig sei, also eben, ob es jetzt irgendwie ein übergreifendes Überfliegpapier sein müsse oder eben eine Handlungsanweisung. Man hat dann eben gesagt, eher für die Öffentlichkeit bestimmt. Es sind sehr viele Ideen dazugekommen. Ich glaube auch die Gruppe der Journalisten fühlte sich sehr angesprochen durch die Thematik. Es ist so offen geblieben, wie es eben war, und ich hoffe, damit die Diskussion einigermaßen korrekt wiedergegeben zu haben. Danke. Vielen Dank. Ich mache hier eine kleine Bemerkung zum Manifesto, weil sie da jetzt gut reinpasst. Erstmal vielen Dank für den Input. Hätten wir natürlich gerne in irgendwelcher schriftlicher Form oder wie auch immer. Wir, das sind die quasi Initiatoren und Organisatoren auf dieser Veranstaltung, die erwähnte Initiative Open Data von CA Open und zukünftig auch Fachgruppe der Schweizer Informatikgesellschaft. Wir werden uns um diesen Input kümmern. Die Idee war genau die, dass man es eben heute so diskutiert, dass wir dieses Manifest überarbeiten und dann im Herbst irgendwie dann eben breit, wirklich, das ist richtig verstanden worden, breit öffentlich zugänglich machen und dann auf viele Unterschriften hoffen, das ist klar. Nächster Workshop ist Open Government Data and Business. Reinhard? Ja. Reinhard. Ja, Open Data und Government und Business. Die Diskussion bei uns war sehr breit und hat viele gegenläufige Phänomene gezeigt. Auf der einen Seite wurden sehr viele Ideen generiert, was denn für einen Nutzen tatsächlich entstehen könnte. Gleichzeitig hat sich wieder das Phänomen gezeigt, dass es einfacher ist, über Grundprinzipien zu reden, wie man das machen sollte, als klare Vorstellungen zu entwickeln, wie denn die Geschäftsmodelle tatsächlich funktionieren. Damit bleibt die Frage offen, wie werden diese Geschäftsmodelle sein? Wir haben die volkswirtschaftlichen Wirkungen versucht zu diskutieren und haben verschiedene Einzelfänomene durchdiskutiert. Grundmeinung war, die Wirkung ist positiv, aber wirklich benennen, was denn die volkswirtschaftlichen Wirkungen sind von Open Government Data, konnten wir nicht. So, dass man eigentlich sagen kann, wir sind zur Erkenntnis gelangt, dass wir wissen, dass wir nichts wissen darüber. Wir haben ausführlich diskutiert das Thema Kosten, wie kann man mit der Kostenproblematik umgehen, dass das Bereitstellen von Daten Kosten verursacht. Wir haben ausführlich die Datenschutzthematik diskutiert und auch die Kulturthematik. Für mich bemerkenswert, die Meinung, die sich da durchgesetzt hat, ist eigentlich, Open Government Data wird nicht wirklich die Kultur verändern, sondern eigentlich ist die Art und Weise, wie es dann wirkt, wird durch unsere Kultur und durch die laufende Kulturveränderung bestimmt. Das heißt also, dass Kultur eher etwas Dominierenderes als der Effekt von Open Government Data angesehen wird. Unter dem Strich, glaube ich, gibt es sehr viel Einigkeit, wie denn das geschehen sollte. Aber wenn es dann am Ende darum geht, wirklich zu unterschreiben und zu sagen, ja, ich bin dafür, dann stellt sich für viele heraus, dass in der Rolle, in der sie sind für ihr Unternehmen, es eben tatsächlich gar nicht geht, dass sie hier so etwas unterschreiben. Das heißt, dass im Hintergrund sehr viele Bedenken sind, dass die Wirkung von Open Government Data und die Interessenslage selbst in der Wirtschaft nicht immer sehr klar sind. Ich denke, die
positive Message aus diesem Workshop heraus ist, dass Open Government Data höchstwahrscheinlich einfach den Wettbewerb sehr stark beleben wird, dass es für kleine Firmen, für Unternehmer mit neuen Ideen viel einfacher wird, diese zu realisieren. Das heißt, dass es eine positive Wettbewerbswirkung hat, in dem Sinne auch erwartbarerweise eine sehr positive volkswirtschaftliche Wirkung, dass aber nicht wirklich genau gesagt werden kann, was für die einzelnen Akteure und Stakeholder dabei herauskommen wird. Und den Abschluss macht ja der Bericht aus dem Workshop Open Government Data und Wissenschaft. Hartwig Thomas. Vielen Dank. Im Wissenschaftsworkshop haben wir damit angefangen, dass wir festgestellt haben, was man unter Government im weiteren Sinn verstehen kann, sind einerseits die Verwaltung im engeren Sinn und andererseits alle möglichen öffentlichen Institutionen, die von der Verwaltung oder von der Öffentlichkeit finanziert werden, wie die Universitäten und ein Großteil der Wissenschaft eben auch. Und insofern hat man zurückgegriffen auf die in der Wissenschaft schon gut bekannte Entwicklung von Open Source über Open Access zu Open Science Data. Die Vorteile von Open Access oder sogar das Konzept Open Access war offenbar fast allen Workshop-Teilnehmern genügend bekannt, dass es nicht reflektiert wurde oder darüber diskutiert wurde, welche Vorteile es hat für die Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich zu machen. Vielmehr ist man ausgegangen davon, dass man, wenn wir von Open Data reden, maschinenlesbar meinen, wir meinen kostenlosen Zugang, wir meinen möglichst zentralen Zugang und haben dann an vier Beispielen, Kurzreferaten, Lösungen und Varianten der wissenschaftlichen Zugänglichmachung von Daten vorgestellt bekommen und diskutiert. Das erste Beispiel war Proclin, die Darstellung, wie die IPCC mit einem Versuch maximaler Transparenz, wie wissenschaftliche Daten zusammengestellt werden, gebündelt werden und am Schluss im großen IPCC-Report, 3000 Seiten oder so, so verarbeitet werden, dass sowohl die Datenbasis auch als die Personen, die das machen und die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, in jeder Weise nachvollziehbar sind für die Öffentlichkeit. Es hat sich allerdings gezeigt, dass auch in diesem sehr transparenten Prozess die Verwendung der Daten, also nicht der Zugang, sondern die Nutzung der Daten, eingeschränkt ist auf nicht kommerzielle Nutzung, wobei offenbar relativ viel Unklarheit herrscht, ob ein Journalist, der seiner Zeitung zu höherem kommerziellen Erfolg verhilft, schon ein kommerzieller Nutzer ist oder ein selbstständiger Journalist, der ein höheres Einkommen damit erzielt oder ein Wissenschaftler, der etwas publizieren will. Wenn man es scharf nimmt, würde non-commercial heißen, dass man eigentlich nicht darüber schreiben darf oder nicht darüber in irgendeiner wirtschaftlichen Form darüber publizieren darf. Im Zusammenhang mit einem Beispiel, wo die Proclim, die Datenbank, die sie benutzen, der Wissenschaftler, die damit beschäftigt sind, auf dem Web darzustellen, wurde kritisiert, dass diese Datenbank nicht in einer sehr maschinenlesbaren Form vorliegt. Und es wurde generell die Haltung, die dahinter steht, kritisiert und eine gewisse Generationendifferenz zwischen dieser Haltung, dass man großzügig dem Volk etwas gibt oder dass man es auch noch benutzbar zur Verfügung stellt, ein bisschen angesprochen, wobei es sich wohl mehr um einen kulturellen als um ein moralisches Problem handelt. Als zweites Beispiel kam eine Stiftung mit die Forschungsresultate aus den Sozialwissenschaften als zentrale Plattform zur Verfügung stellt, die FORS. Die ist, soweit ich gesehen habe, eine der offensten Policies. Also man darf
alle Daten, die die Force selber produziert hat, in jeder Form frei nutzen, mit Ausnahme des kommerziellen Benutzens. Und man darf auch einen beträchtlichen Teil der Daten, die sie indirekt vom Bundesamt für Statistik erhalten, zugänglich haben. Im Zusammenhang mit der Diskussion über das Bundesamt für Statistik und die Auswertbarkeit von Daten mit Sozialversicherungsnummern wurde dann eine kurze Diskussion gestreift, dass Open Government Data seine Grenzen haben muss in der Privacy, die politisch momentan gilt im Datenschutzgesetz, beziehungsweise dass man allenfalls politisch aktiv werden muss, wenn man das ändern will und es nicht einfach so unterlaufen kann. Auch andere Grenzen der Öffnung von wissenschaftlichen Daten könnten geortet werden, etwa bei der Frage nach patentierbaren Daten, die dann offenbar an Wert verlieren würden, wenn sie nicht mehr dem Immaterialgüterschutz unterstellt werden könnten. Die Frage wurde aber nicht groß vertieft. Als dritter Kurzreferat kam die Schweizerische Landesbibliothek, die in einem kleinen Ausmaß an Europeana-Aktivitäten teilnimmt, die eine sehr offene Lizenz handhaben, sich aber vorbehält, dass sie sogar die Zurverfügungstellung der Katalogdaten kommerziell auswerten möchten und darum nicht frei in die Öffentlichkeit geben möchten. Begründet wurde das damit, dass die Politik die Bibliothekenwirtschaft finanziell dermaßen kurz hält, dass sich die Bibliotheken nicht leisten können, ihre Daten offen zur Verfügung zu stellen, wie das offenbar in Norwegen der Fall ist, wo das Geld aus der Nordsee sprudelt. Und sich darum die Landesbibliothek auch vorbehält, mit ähnlich wie die British Library mit Google, eine Public-Private Partnership einzugehen, vielleicht auch mit anderen Firmen als mit Google. Als letztes kam der Schweizerische Nationalfonds, der sich sehr für Open Access eingesetzt hat, insofern als er mehrheitlich heutzutage von den eingebenden, beantragenden Forschern verlangt, dass sie ihre Resultate unter Open Access Normen der Öffentlichkeit zugänglich machen, die sie im Rahmen der subventionierten Forschungsprojekte erarbeiten. Eine Differenz oder Schwierigkeit kam dann auf nach der Frage der Daten, die dem Nationalfonds selber gehören oder die er selber produziert, konkret in Bezug auf die Liste der unterstützten Projekte und der, wer genau wie viel Geld wann wo erhalten hat, wo sich herausgestellt hat, dass auch dieses Amt gerne die Deutungshoheit behält und gerne nur den Journalisten etwas kenntlich machen möchte, die beweisen, dass sie den Kontext verstehen oder genügend große Reife besitzen oder den Wissenschaftlern, aber nicht der Öffentlichkeit. Es wurde also im Großen und Ganzen fehlte mir eigentlich in der ganzen Diskussion, dass auch die Wissenschaft massiv profitieren kann vom Crowdsourcing, dass auch wissenschaftlich profitieren kann davon, dass nicht nur Wissenschaftler mit Daten umgehen. Gut. Kurze Schlussbemerkung, wir haben das Manifest angeschaut, wir haben uns nicht groß dazu geäußert, weil wir stellten fest, dass es nicht viel materielle Sachen, also man kann nicht dagegen sein, weil es zu allgemein ist. Uns fehlt eine klarere Definition, Abgrenzung, was Open Government Data sein müssten, und es stellen sich viele politische Fragen. Mein privates Fazit als Vertreter der digitalen Allmend und Mitarbeiter an dieser Initiative, dass die Non-Commercial-Bedingung bei der Verwaltung extrem beliebt ist. Das, glaube ich, habe kein einziges Projekt heute gehört, wo diese Bedingung nicht gestellt wird an die Nutzung und damit die Benutzung eigentlich getötet wird. Und ich habe festgestellt, die Verwaltung versteht sich offenbar als Türhüter vor dem Gesetz, die gerne selber bestimmt, welche Privaten dürfen profitieren und welche nicht.